Ey Leute, was habe ich denn da schon wieder geträumt? Julian, du Träumer. Zum Glück bin ich aufgeladen. Los, wir wollen doch heute in den Urwald. In den Urwald? Nee, darauf habe ich gerade gar keine Lust. Das muss wirklich heute nicht sein. Was hast du denn schon wieder? Ja, im Urwald gibt es Schlingpflanzen, Schlangen, wilde Tiere, alles. Julian, du hast von irgendwelchen Dschungelwäldern tief im Amazonas geträumt. Aber wir sind doch hier in Europa. Ja, aber was sind denn überhaupt Urwälder in Europa? Um das rauszufinden, sind wir doch hier. Los geht's. Hier sind die Koordinaten. Gut, auf geht's zum neuen Abenteuer. Bei unserer heutigen Checkspedition heißt es, vom Urwald lernen. Unser Planet steckt in Schwierigkeiten und er braucht dringend Hilfe. Klimawandel, Müllberge, Hochwasser, Waldbrände, Luftverschmutzung. Und viele denken, das kann ich doch nie im Leben ändern. Aber einer sieht das anders. Checker Julian. Er zieht los auf Checkspedition. Und ich, Julians megaklevere Uhr Xi, bin auf der Abenteuerreise quer durch Deutschland immer mit dabei. Zusammen erforschen wir, wie sich unsere Erde verändert. Und wir entdecken, was jeder und jede Einzelne dagegen tun kann. Checkspedition Spezialausrüstung bereit? Dann los auf Checkspedition! Heute erforschen wir den Bayerischen Wald. Hier soll es noch echte Urwälder geben. Wusstet ihr eigentlich, dass der Bayerische Wald zur größten zusammenhängenden Waldfläche Mitteleuropas gehört? Dieser riesengroße Wald erstreckt sich von Tschechien bis nach Deutschland. Also ich finde es hier echt herrlich. Die Luft duftet nach Wald, überall Vogelgezwitscher und so. Xi, ich fühle mich richtig wohl. Ich glaube, ich muss öfters in den Wald. Vorhin klang das aber noch ganz anders. Ja, aber jetzt, wo ich hier bin, ist es gar nicht mehr so unheimlich irgendwie. Ich treffe übrigens gleich Christine, die ist die jüngste Rangerin hier im Nationalpark. Und ich bin schon mega gespannt, weil sie hat gesagt, wir treffen uns an einem ganz besonderen Ort. Und ich habe noch keine Ahnung, was es sein könnte. Xi, zeig mir schon mal ihr Profil. Christine Biebel ist Nationalpark-Rangerin. Sie ist eine Hüterin des Waldes und liebt tote Bäume. Hä? Wie kann man denn tote Bäume mögen? Naja, als Rangerin führt Christine Besucher durch den Bayerischen Wald und kennt sich total gut in der Natur aus. Und das ist wahrscheinlich der besondere Ort, an dem sie sich mit mir treffen will. Hey Christine! Servus Julian! Ich leg mal mein klappriges Rad ab. Ja. Hi! Hey, du hast dir einen guten Treffpunkt ausgesucht. Was ist das für ein Baum? Das ist eine Tanne und die ist über 600 Jahre alt. Dann gibt es die ja schon, seit es die Ritter gibt zum Beispiel, oder? Ja. Also ich bin mir sicher, die könnte ein paar Geschichten erzählen. Ich habe noch nie einen 600 Jahre alten Baum gesehen, also soweit ich weiß. Auf jeden Fall nicht bei uns in Deutschland. Wieso gibt es da nicht mehr so alte Bäume? Der Wald in Deutschland wird genutzt zum Bauen oder für Feuerholz. Mhm. Und wenn es ein Fichtenwald ist, der wird ca. 70 bis 80 Jahre alt. Und dann wird der wieder abgerodet und neu angepflanzt. Und das ist eigentlich das Besondere bei unserem Nationalpark. Mhm. Hier dürfen nämlich die Bäume wieder so alt werden, wie sie wollen. Okay, also dieser Nationalpark ist dazu da, die Natur zu schützen und so. Aber warum brauchen wir Menschen eigentlich Wald? Wälder oder insgesamt Pflanzen produzieren ja Sauerstoff. Mhm. Und den Sauerstoff, den atmen wir und der wird dann wieder in CO2 umgewandelt. Nicht nur wir Menschen stoßen CO2 aus. Auch Autos, Flugzeuge und Fabriken produzieren große Mengen von dem schädlichen Gas. Es ist also wichtig für unser Klima, dass der Wald einen Teil davon wieder in Sauerstoff umwandelt. Und Wald ist aber nicht nur dazu da, dass er Sauerstoff produziert, er ist auch dazu da, dass er Wasser speichert. Kannst du mir das mal genau erklären? Ja, klar. Cool. Christine und ich gehen tiefer in den Wald. Also hier sieht es doch schon mehr nach Urwald aus. Ist ja hier wie im Regenwald. Ja. So, und wir bleiben hier auch kurz stehen. Hast du eine Flasche dabei? Ja, habe ich. So, da. Und zwar füllen wir jetzt den Liter Wasser rein. Mhm. Was hast du jetzt hier vor? So, wir schauen uns jetzt die obersten 30 cm dieses Waldbodens an. Okay, das ist... Das ist ungefähr so, so, viel. So viel. Das hier ist jetzt ein Quadratmeter, also ein Meter auf einen Meter. Mhm. Du darfst jetzt raten, wie viele Liter dieser Waldboden aufnehmen kann an Wasser. Ja, keine Ahnung, vielleicht so 50 von den Flaschen, also 50 Liter? Nee, nicht ganz. Das sind 200 Liter. 200 Liter? Ey, das muss man sich mal vorstellen. Da ist 200 von diesen Flaschen sind da drin gespeichert. Wenn es viel regnet, ist der Boden richtig feucht im Wald. Wie so ein Schwamm, der sich vollsaugt
und dann nach und nach, wenn es dann wieder trocken ist, das Wasser auch wieder abgibt. Und da kriegen wir auch unser Trinkwasser her. Okay, also wir befinden uns quasi in so einem riesigen Wasserspeicher dann hier. Ja, genau. Jetzt will ich aber endlich den Urwald entdecken. Christine weiß bestimmt, wo der ist. Den Urwald? Da darfst du jetzt einmal alleine hinfinden und wir treffen uns dann da. Hast du das gerade gehört? Dieses Klopfen? Genau. Das ist ein Specht, ne? Und da, wo der Specht ist, da ist der Urwald. Viel Glück! Danke! Leute, Ixi zickt mal wieder und will mir nicht helfen. Dann muss ich den Urwald wohl alleine finden. Wo ist denn jetzt dieser Specht? Also weit kann es nicht mehr sein. Hier liegen schon überall tote Bäume wie in einem echten Urwald. Ah, da hinten ist Christine. Die kennt wohl eine Abkürzung. Christine! Ja? Ich hab dich gefunden. Oh, ich bin froh, dich zu sehen. Hier jetzt soll jetzt auch der Specht sein, oder wie? Ja, das ist auf jeden Fall das Spechthotel. Die Löcher sind von dem Specht, oder wie? Genau, der hat sich da seine Nahrung gesucht. Hat das was damit zu tun, dass hier überall diese toten Bäume rumliegen? Tote Bäume gehören auch zu einem Urwald dazu. Also erstmal, Urwald ist das, wo der Mensch noch keinen Baum umgeschnitten hat, mit dem er noch nichts gemacht hat. Das ist ein halber Urwald, weil der Wald wurde schon mal benutzt. Es gibt nur noch ganz, ganz selten wirkliche Urwälder. Mhm. Und warum braucht man sowas? Für die Natur und die Artenvielfalt ist eigentlich ein Wald wie hier, der nicht mehr benutzt wird, sehr, sehr wichtig. Mhm. Weil zum Beispiel, du siehst es eh, hier sind lauter Löcher drin, das sind alles Insekten. Die brauchen totes Holz, um überhaupt leben zu können. Schaut mal, hier auf dem toten Baum leben tatsächlich ganz viele kleine Tiere. Und es wachsen sogar winzige neue Bäume auf ihm. Irgendwann in ganz vielen Jahren fallen die vielleicht auch um und bieten vielen Tieren Schutz und Futter. Toll, wie der Wald für sich selber sorgt, wenn die Menschen ihn in Ruhe lassen. Christine will mir jetzt noch den Borkenkäfer zeigen. Der wird auch Buchdrucker genannt. Sieht ja richtig schlimm aus. Es ist richtig kahl. Die ganzen Nadeln an den Bäumen fehlen. Ist da jetzt dieser Käfer schuld, von dem du erzählt hast? Der Borkenkäfer? Also eigentlich ist der Mensch dran schuld. Und der ist auch dafür verantwortlich, dass es den Wäldern weltweit nicht so gut geht. Ixi, kannst du mir das mal zeigen? Pass mal auf, Julian. Ungefähr ein Drittel der Welt ist aktuell mit Waldflächen bedeckt. Aber es werden immer weniger. An vielen Orten holzt der Mensch den Wald ab, um das Holz als Baustoff zu verwenden oder die Flächen für Landwirtschaft und Viehzucht zu nutzen. Auch der beschleunigte Klimawandel macht den Wäldern zu schaffen. Immer heißere Temperaturen und trockenes Wetter führen weltweit zu riesigen Bränden, die große Teile der Waldflächen vernichten. Wenn der Mensch den Klimawandel nicht bremst, werden diese Megabrände immer häufiger auftreten und die Klimakrise weiter verschärfen. Das ist ja einfach nur total dumm. Du hast mir vorhin schon erklärt, dass der Wald so unsere Lebensgrundlage ist und wir Menschen zerstören den einfach. Aber hier ist es doch jetzt der Borkenkäfer. Also musst du mir erklären, wie jetzt hier der Mensch dran schuld ist. Der Mensch pflanzt Nutzwälder. Das ist alles die gleiche Sorte Baum, also in unserem Fall Fichte. Und das ist im Grunde die Leibspeise vom Buchdrucker. Jetzt, wenn in dem Wald nur eine Fichte drin steht und da kommt der Buchdrucker rein, dann ist der Wald danach nicht mehr da. Der frisst alles auf, der Käfer? Ja, bis nichts mehr da ist. Das heißt, wenn wir Menschen den Wald so lassen würden, wie er eigentlich ist, mit ganz vielen verschiedenen Bäumen, dann hätte der Borkenkäfer gar nicht so die Chance, sich da überall durchzufressen. Das ist ja echt total bescheuert. Ihr Menschen zerstört euren eigenen Lebensraum. Aber warum eigentlich? Julian? Hi, Entschuldigung. Ich war irgendwie gerade woanders. Aber was ich jetzt noch fragen wollte, wie frisst sich denn der Borkenkäfer denn da überhaupt durch? Oder was macht er denn mit dem Baum? Wenn du dir diese Rinde von der Fichte ansiehst, da bohrt sich der Borkenkäfer rein. Und in diese Schicht verlaufen die ganzen Wasserleitungen und die Nährstoffe. Hm. Und der Baum verhungert und verdurstet im Grunde dadurch. Ach, krass. Ey, da krabbelt auch was. Ist das ein Borkenkäfer? Ja, genau. Ey, der ist ja mini klein. Weißt du, ich habe ein Mikroskop dabei. Da können wir uns ja diesen kleinen Vielfraß mal anschauen. Oh, krass. Borkenkäfer sind kleiner als ein Streichholzkopf. Trotzdem schaffen sie es, einen ganzen Baum zum Absterben zu bringen. Ey, das ist echt total faszinierend. Aber man will wirklich kein Baum sein, wenn man den so sieht. Naja, der Borkenkäfer ist bei uns im Nationalpark mehr der Architekt. Das heißt, der baut den Wald. Ich habe dir ja schon erklärt, dass das tote Holz gut ist für den Wald. Und da viel, viel Leben drin ist und gleichzeitig
öffnet er den Wald und dann können die kleinen Bäume wieder wachsen. Ach so, ich merke jetzt gerade erst, dass sich meine Vorstellung von so einem gesunden Wald irgendwie total geändert hat. Davor dachte ich irgendwie, da steht einfach Baum neben Baum neben Baum. Und eigentlich ist es ja anders. Eigentlich gehören tote Bäume auch zum Wald. Genau. Ja, Christine, ich habe richtig viel gelernt. Für den perfekten Abschluss des Tages bräuchte ich eigentlich nur noch einen guten Zeltplatz. Die Straße jetzt darunter, da gibt es einen Campingplatz. Super, perfekt. Mach's gut. Servus. Hey Leute, ich hätte echt nicht gedacht, dass es so einfach sein kann, unsere Wälder und damit auch unser Klima zu schützen. Eigentlich müssen wir sie einfach nur in Ruhe lassen. Ey, schaut mal, da oben ist jemand im Baum. Was machst denn du da? Ich mach Baumpflege. Das musst du mir erklären. Okay, komm ich runter. Zeig mir doch mal so lange, wer das ist. Marc Überler ist Baumkletterer. Er ist ein König des Waldes und pflegt Bäume und Waldwege. Hey, das sieht schon spektakulär aus, was du da machst. Hi. Okay, was hast du jetzt da oben gemacht? Ich habe den Baum auf Schäden kontrolliert. Ich muss entscheiden, ob der sich noch selber halten kann, damit er nicht eventuell auf den Weg bricht, der dort hinten langläuft. Okay. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe heute erst gelernt, dass man eigentlich so den Wald in Ruhe lassen soll und dass es gut ist, wenn der Mensch mal nicht eingreift. Wie ist denn das bei dir? Ja, also eigentlich braucht mich der Baum nicht. Mhm. Ich bin ja nur da, um den Weg zu sichern. Ja, okay. Und es gibt halt auch die Möglichkeit, im Naturwald bestimmte alte, große Bäume zu fördern, weil man will, dass sie möglichst lange leben und möglichst viel Sauerstoff liefern und eben auch viel Lebensraum für Tiere bieten. Und dann kann es auch sein, dass ich dort mal einen anderen Baum wegschneide, damit der große alte Baum von ihm nicht bedrängt wird. Okay, das heißt, du musst es immer abwägen, ob du jetzt dem Baum hilfst oder nicht. Ja, ob er mich braucht oder nicht. Will ich hier überhaupt was tun oder lasse ich ihn lieber in Ruhe? Leute, das Checkspeditionsabenteuer kann losgehen. Ich will da jetzt hoch. So, okay. Also die Klettergurte sind angelegt. Ich sag Check, du sagst Check, Checkspedition. Alles klar. Check? Check. Checkspedition. Auf geht's. Okay. Krass, als ob er so eine Treppe hochgehen würde. Okay, dann geht's los. Wow! Boah, ey, das ist gar nicht so einfach, hier hochzukommen. Da stellt sich Marc schon besser an. Mit Marcs Hilfe schaffe ich es aber dann doch noch fast nach oben. Okay, ich glaube, das reicht mir erstmal. Das ist halt mega anstrengend. Aber echt ein Wahnsinnsausblick hier. Ich habe irgendwie noch mal einen ganz anderen Blickwinkel über den Wald gewonnen. Leute, schaut mal, wie schön unser Wald ist. Wir alle können etwas tun, um unsere Wälder zu schützen, damit dieser einzigartige Lebensraum für Mensch und Tier erhalten bleibt. Aber jetzt geht's wieder runter. Ich bin platt. Ich gehe jetzt ab ins Zelt. Leute, was für ein Abenteuer heute. Heute habe ich gelernt, was einen Wald wirklich ausmacht und wie wichtig er für uns Menschen und unseren ganzen Planeten ist. Ab jetzt gehe ich auf jeden Fall öfters in den Wald und ihr solltet das auch machen. Schnappt euch doch einfach eure Eltern und schaut mal, was ihr dort so entdeckt. Manchmal findet man die coolsten Orte. Und wenn ihr was ganz Besonderes machen wollt, dann schlaft doch einfach mal dort unter freiem Himmel, ganz ohne Zelt, nur mit eurem Schlafsack. Aber Achtung, checkt erstmal ab, ob man es auch darf, weil es ist nicht überall erlaubt. So, ich hau mich jetzt in die Falle. Und ihr macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Sag mal, Xi, man kann doch auch Bäume pflanzen, um etwas gegen den Klimawandel zu machen, oder? Klar, Julian. Es müssen nur sehr viele Bäume sein. Okay, wie viele denn? Ich habe berechnet, dass man eine Fläche 25 Mal so groß wie Deutschland bepflanzen muss, um den Klimawandel effektiv zu verlangsamen. Kein Problem. Das machen wir dann morgen. Gute Nacht.